Was geht ab, Friends? Ich bin's, Luisa. Schön, dass du beim neuen Video hier auf meinem Beautyblender größer als meine Zukunft, als dein Gesicht, Kanal wieder am Start bist. Mal wieder mit Maxim, ein Dauergast auf meinem Kanal. Ja. Ich habe keine anderen Freunde. Geh nicht weg. We'll never get lonely, girl. Wir haben uns eine Make-up-Challenge überlegt und zwar ist es Make-up Xing Shang Shong Schere Stein Papier Challenge. Haben wir uns gerade so ausgedacht, also ist neu auf YouTube die Revolution. Flug ist gecancelt, wir sind hier. Yes. Let's play. Dieses Video entsteht auch in Zusammenarbeit mit der Kosmetikmarke WeMakeUp und das nicht ohne Grund. Ich liebe es, italienische Kosmetikmarken zu unterstützen, denn WeMakeUp, schau mal, das hier ist eine neue italienische frische Marke, die gerade so ein bisschen in Deutschland durchstartet und ich als Italienerin Vollblut und du als Halbitaliener, ja, wir freuen uns riesig, diese Marke jetzt zum Start in Deutschland auch unterstützen zu können. Wir haben jetzt hier zum Beispiel eine riesiger als mein Leben, als mein Kontostand. Okay. Nein. Hi. Wenn er gewinnt, Schere, Stein, Papier, darf er mir einen Lidschatten aussuchen. Und wenn ich gewinne, darf ich ihm einen Lidschatten aussuchen. Und da müssen wir jetzt ein Augen-Make-up irgendwie draus machen. Das Schöne an Make-up-Challenges ist ja, dass man so ein bisschen aus seiner Komfortzone gekitzelt wird, weil man einfach bestimmte Kombinationen niemals selber benutzen würde und so man einfach krasse Looks vielleicht. Genau. Und natürlich haben wir auch auf deinem Kanal ein Video gedreht und zwar testen wir deutsches versus italienisches Make-up. Kurz zu den Spielregeln. Spielen wir mit Brunnen? Was ist das denn? Oder naja, so, dass, also Feuer? Schere fällt rein, Feuer, Mülltonne, Monster. Also das Mülltonne müsstest du mir mal erklären. Na, in die Mülltonne ist wie der Brunnen. Die Schere fällt rein, das Papier fällt rein, der Stein fällt rein. Also Mülltonne. Ja, dann kann ich ja immer Mülltonne. Nein, Schere, Stein, Papier. Ja. Okay. Das mit der Mülltonne, das hätte ich dann gerne benutzt. Ich weiß nicht, wie du in dein Leben lang gespielt hast. Ich habe immer verloren. Hä, aber mit Mülltonne hättest du doch immer gewonnen. Ja, weil das habe ich ja nie gemacht, weil ich dachte, der andere nimmt irgendwas anderes. Das ist eine andere traurige Geschichte aus meinem Leben. Muss mir überlegen. Mit deine Nähe dazu. Übel so ein Leberlimit mit zwei verschiedenen... Lange Story. Ich denke mir, das, was du nehmen wirst. Schere, Stein, Papier. Du hast gewonnen. Hab ich? Ja. Der Stein macht die Schere kaputt. Genau, das wusste ich. Dadurch, dass ich gewonnen habe, darf ich ihm so für ihn als Bestrafung einen Lidschatten aussuchen. Für mich selber darf ich mir einen Lidschatten aussuchen, weil ich habe ja gewonnen und das gönne ich mir heute. Gönnung! Bei WeMakeUp ist nämlich das Coole, dass du dir deine eigene Lidschattenpalette ja zusammenstellen kannst mit deinen Farben, die es dort gibt. Hier zum Beispiel mit 15, hier eine Mini und natürlich für die großen Oschis da draußen hier mit über 50 Farben. Die Webseite und den Onlineshop verlinke ich dir unten in der Infobox. Sie verschicken natürlich auch in Deutschland. Und wenn du dich dort anmeldest, bekommst du 20% auf deine erste Bestellung. Also mega cool zum Start, um es auszuprobieren. Und natürlich haben wir auch noch ganz andere Produkte, die wir jetzt auch im Laufe des Videos kennenlernen werden. Natürlich könnte ich jetzt mit irgendeiner matten Farbe anfangen und die in deine Lidfalte packen, aber nein. Wir fangen mit diesem wunderschönen, glitzerigen Ton an. Schau mal, wie hübsch der hier ist. Hier. Das da unten? Das hier. Das ist so ein schimmriges lila, graublau. Oh mein Gott, das sieht so schön aus. Keine Ahnung, wo du das auftragen würdest. Nur mal so ganz kurz am Rande. Also der ist nicht soft schimmernd, sondern... Hübsch. Ich hingegen habe Lust auf Gelb. Deswegen nehme ich jetzt auch die gelbe Farbe so schön. Und werde mir auch in meine Lidfalte packen. Wo würdest du deine schimmernde Farbe packen? Außen. Schau mal. Ja, WeMakeUp ist natürlich auch vegan, ist tierversuchsfrei, parabenfrei und ich bin einfach wirklich super glücklich, eine italienische Marke irgendwie unterstützen zu können, dass die da auf mich zukommen, weil Marken heutzutage... Der Tee. Ich wollte gerade sagen, heute spellen wir Tee. Wisst ihr, das Problem ist, was wir beide oder was wir gemeinsam haben und was uns so ein bisschen verbindet ist, wir sind ja nicht Standard. Es ist eigentlich nur eine scheiß Haarfarbe, aber ja. Du als Mann mit Make-up bist auch nicht gerade, sagen wir mal, Standard. Ja. Ich mit meiner roten Haarfarbe, wie oft musste ich mir anhören, Luisa, du bist so unnatürlich, wir können nicht mit dir zusammenarbeiten. Bei mir... Tagtäglich. Bei mir ist same problem, ich bin halt ein Typ, obviously. Und viele Marken sind schon dabei, uns zu sehen. Und das ist so ein bisschen, wofür ich mich halt auch einsetze, dass ich meine... Es gibt halt Männer, die einfach gerne Make-up tragen. Ah ja. Und WeMakeUp, und deswegen bin ich halt auch mit dabei,
ja, wir zwei wurden ja zusammen für diese Kampagne angefragt. Remake-up einfach kennt keine Grenzen in Sachen Beauty. Beauty ist überall und in jedem. Und das finde ich geil. Das will ich sofort und so krass einfach nur unterstützen. Okay, ich habe den Pinsel nicht nass gemacht und man sieht die Farbe auf jeden Fall. Ich bin mir noch nicht ganz so sicher, wie ich sie auftragen soll. Es hat so einen leichten grünlichen Schimmer. Genau. Irgendwie. So lila und grünlich on top irgendwie. Genau, also es ist halt so ein Duo Triple Quadruple Chrome. Ja, würde ich auch sagen. Das ist, so heißt die Farbe auch. Shing-Shang-Papier. Du hast Shing-Shang-Papier gesagt. Okay. Das war doch richtig. Ja, Shing-Shang-Papier. Okay. Du hast aber gewonnen. Okay. Schere, macht Schere kaputt. Nee. Endlich könnte man noch sagen, dass die Schere den Stein schleift. Der Stein schleift die Schere, also ist die Schere schärfer und kann aber alles gewinnen. Macht aber macht doch nicht kaputt. Ich mach die der Stein macht die Schere kaputt. Beste Idee. Okay. Okay, jetzt hast du gewonnen. Ja. Mhm. Ich glaube, die da unten. Oh, ich hätte jetzt gedacht, du kommst hier mit diesem Schimmern, weil du das so angeguckt hast. Nee, aber hast. Das sieht kacke aus, das weiß ich schon. Oh, danke, dass du darauf achtest, aber du ja musst nicht darauf achten. Nee, grün kannst du später benutzen. Okay, also lila und gelb, weiß nicht. Eben. Werde ich versuchen, ist aber auch eine matte Farbe. Und für dich? Ich hätte gerne das Lila da oben. Ich gebe mir die als Transition Shade jetzt nachträglich hier in meine Crease. Die Magenta-Lila Farbe weiß ich gerade nicht. Ich tue sie jetzt mal hier außen hin und hoffe, dass die nächsten Farben, keine Ahnung, irgendwie dazu passen könnten. Wir haben uns eben schon so ein bisschen drüber unterhalten. Jetzt ist ja im Moment so diese ganze CSD-Pride-Zeit, geht jetzt so langsam vorbei. Und was ich halt ganz, ganz oft sehe bei Beauty-Marken ist, dass sie zu dieser Zeit, die jetzt da ist zum CSD, einfach die ganzen Boys in Make-up unterstützen oder Transgender, ja, Queer, ist, ja, alles. Also diese ganze Bandbreite an, ja, Persönlichkeit. Ja. Und sobald der Juli vorbei ist, verschwinden die Profilbilder mit Regenbogenflagge und wir sind so cancelled so ein bisschen. Versteht ihr ungefähr, was ich meine? Mhm. Das ist halt so, klar, es ist ein schönes Zeichen, aber es ist nur ein schönes Zeichen für euren Verkauf. Und WeMakeUp hat ja in jeder Kampagne Männer. Ja. In jeder. Und nicht nur, weil es gewollt ist, dass bei einer Foundation auch mal ein Mann in dem Farbraster ist, sondern in Kampagnen sind Männer. Und du hast ja auch Leute in deiner Community, die nicht weiblich sind. Was ist das für ein Zeichen, denen zu geben, wenn man sie einfach ignoriert? Deswegen freue ich mich ja auch immer, dass ich auch immer wieder hier sein darf. Du warst teilweise jetzt schon so oft auf meinem Kanal. Ja. Öfter als du. Tee. Aber ja, sieht man mal einfach mal so, wessen Freunde, wessen Blogger ich halt auch wirklich unterstütze und mit Herzen einfach, dass da was Reales halt dahinter ist und nicht am Ende des Tages gehst du nach Hause und wir kennen uns nicht und die Zahlen haben nicht gestimmt oder so. Glaub mir, wie oft das so ist. Ach. Aber mein Lila hat sich auch ganz leicht hier mit dem Gelb vermischt, dass irgendwie hier dazwischen so ein leichtes Orange gekommen ist. Also, I'm here for that, dass da so eine dritte Farbe entstanden ist. So, was auch immer das hier gerade wird, ich hoffe, das wird irgendwie was Schönes. Ich hoffe, ich gewinne das nächste Mal. Ja, ich bin gespannt. Schere, Stein, Schere, Stein, Papier. Schere, Stein, Papier. Habe ich eigentlich schon einmal gewonnen in diesem Spiel? Ja, gerade eben. Reicht mir das nicht? Okay, du hast gewonnen. Yes. Ist halt echt eine riesen Palette. Es lohnt sich halt wirklich schon eher, eine kleinere Palette mit deinen Lieblingsfarben zusammenzustellen. Aber wir haben halt komplett alles durchgezogen hier. Alles. 50 Farben. Du hast so schön lila. Ich will ein bisschen grün haben. Ich habe richtig Bock auf grün oder hellblau. Dieses Limettengrün hier. Okay. Hübsche Limettengrün hier. Girl, yes. Okay, I'm ready. Okay, dann sind wir mal mutig und ich benutze hier diese schimmernde Petrolfarbe. Wie schön ist die Farbe eigentlich? Und auch die daneben. Oh. Ich habe mir eben mal fix eine Cut Crease gezogen und gehe jetzt in dieses Limettengrün. Und ich in dieses schimmernde Blau-Petrol. Ich hätte niemals jetzt ein Grün da rein kombiniert. Ich bin gespannt, wie es fertig aussieht. Okay, weil er mag es gar nicht. Aber ich fand es eigentlich mega nice. Da kommt man so ein bisschen auf crazy. We live for Canarian Birds. Guck das mal an. Sieht voll geil aus. Sieht aus wie so ein Sonnenuntergang auf den Malediven. Yes. Habe ich schon mehr ja gewonnen? Ja, ja. Okay. Wollte ja ich nur kurz mal erwähnen. Also, Schere, Stein, Papier. Yes. Okay, also. Ich finde, weil bei mir das Grün so cool aussieht, möchte ich auch, dass du ein Grün bekommst. Aber kriegst du das Grün. Wo? Welches?
das? Schimmer, dunkelgrün. Ich habe aber schon Schimmerton. Okay, und ich möchte gerne für meinen unteren Wimpernkranz... Wo packe ich das jetzt hin, dieses doofe Grasgrün? Was passt dazu an den unteren Wimpernkranz? Wenn ich dir das sage, dann helfe ich dir doch. Girl, no. Ich glaube, ich gehe in das Blau hier. Was habe ich jetzt ausgesucht? Das da. Das passt gar nicht. Ja, das hast du dir ausgesucht. Egal. Wie er sich selbst bestraft. I love it. Go, mach weiter. Mir ist gerade bewusst geworden, dass es einfach nicht passt. Und Schimmer unten am Wimpernkranz, am unteren Wimpernkranz, finde ich, passt halt auch gar nicht. Irgendwie sehe ich ein bisschen aus, als hätte ich mich geprügelt. Und das versuchst du überschminken. Genau, mit Grün. Perfekter Make-up-Tutorial. Ich verstehe nicht, warum meine Looks auf deinem Kanal immer besser aussehen als meine Looks auf meinem Kanal. Vielleicht, weil du dich auf meinem Kanal vielleicht ein bisschen mehr Mühe gibst. Wahrscheinlich. Shane? Nee, ich mache das halt bei mir immer so morgens früh und dann habe ich einfach noch nicht so eine Böcke. Ich glaube, das Grün hat es ein bisschen ruiniert, muss ich dir ehrlich sagen. Danke dafür. Nein, aber es ist mal was anderes. Das ist aus deiner Komfortzone raus. Ich habe dich noch nie mit grünen Lidschatten gesehen. Bin ich schon mit dem Blau? Ja, dann doppelt. Und so. Die Challenge ist noch nicht vorbei. Natürlich geht es auch weiter mit Liquid Lipstick, die wir auch mit Schere, Stammpapier uns gegenseitig entscheiden. Und hier haben wir eine richtig schöne Auswahl an Farben. Natürlich einige Rottöne, aber auch einige Nude-Rosa-Töne. Schere, Stein, Papier. Schere, Stein, Papier. Schon wieder gewonnen. Ich mache halt aber auch immer denselben Fehler. Ich nehme, glaube ich, für dich die Nummer 14. Das ist eher so ein gräuliches Nude. Ich denke, so etwas Aschiges würde sehr gut zu dir passen. Und für mich nehme ich, ich glaube, so etwas eher Rosenholzmäßiges. I know. Die Farbe 12. Mhm. Wunderbar. Riecht nach irgendwie eine Mischung aus Brownie und einer Tasse Kamillentee. Um 15 Uhr. We Makeup hat auch eine eigene Mascara und das ist hier die More Mascara. Ich habe die auch auf seinem Kanal verwendet. Die macht wirklich einen richtig heftigen Schwung, obwohl dieses Bürstchen halt so klein ist, aber ich glaube, dadurch kannst du auch richtig flexibel mitarbeiten. Richtig. Ne? Es sieht halt so ein bisschen fast schon künstlich aus. Also es ist kein natürliches, softes Ergebnis. Ja, das ist eher weniger natürlich. Den Look jetzt auch, glaube ich, nicht passen. Das bomben wir uns erstmal rein. Hier hast du mal einen Vergleich hier getuscht und ungetuscht. Also ich finde es ein wirklich super schönes Ergebnis. Stell dir auf jeden Fall jetzt auf der We Makeup Seite deine eigene Palette zusammen und probier definitiv die Liquid Lipsticks und die Mascara. Bewerte jetzt auch noch unsere Looks. Was ist besser? Was ist schöner? Schreib es mal unten in die Kommentare. Er oder ich. War mega witzig, auch mal komplette Farben zu nehmen, die ich selber nicht ausgesucht hätte, sondern eher für mich und andersrum. Schau jetzt auf seinem Kanal vorbei, denn da haben wir italienisches versus deutsches Make-up geschminkt. Und dann würde ich sagen, ich danke dir fürs Zusehen und dann bis zum nächsten Video. Tschüss. Bye!